Wirklich, also es ist wieder typisch, ne? Du verbrennst mich, haust mich und dann kriege ich Heal Potions. Moin Leute und willkommen zu einer weiteren wunderbaren Folge Minecraft Botaro und heute geht es weiter mit der zweiten Folge. Ich glaube, wir haben inzwischen das Modpack ein bisschen kennengelernt. das Holzfarmen und generell einfach Equippen wird, glaube ich, ein bisschen anstrengender sein. Genau, ich mache kurz das Wetter leiser, ist ein bisschen laut. Hier. So, also, wir können jetzt. Ne, den Ofen können wir nicht mitnehmen. Okay, also wo sind wir stehen geblieben? Ich würde mir jetzt erstmal, glaube ich, Holz holen. Ich glaube, wir haben hier keinen Baum, ne? Okay, ich glaube, dahin würde ich einmal kurz einen Baum holen. Ne, da rechts einer. Ah, und Berries können wir auch nochmal kurz mitnehmen. Wir haben auch fast kein Essen mehr. Wie viel geben die überhaupt an Hunger? Okay, ein Ganzes ist in Ordnung. Das geht klar. So, alles klar. Jetzt einmal zum Baum. Habe ich eine Axt? Ne, ich habe wirklich gar nichts. Vor allem, dass es nicht mal Holzäxte gibt, ne? Das ist so frech. So, aber wir haben jetzt wenigstens was wieder zum Smelten. Ich glaube, wir würden uns jetzt einmal eine Eisenpicke machen. Ich glaube, das war jetzt erstmal der Plan. Auch wenn das ewig dauert, wir brauchen eine Eisenpicke. Das ist egal. Wir brauchen auf jeden Fall eine. Und warum ist das? Habe ich gerade unterm Baum dunkler gesehen? Warum? Auch im Wasser. Wenn du im Wasser bist, ist das auch irgendwie so komisch. Irgendwie ist der Himmel dann dunkler oder so. Ganz komisch gemacht. Okay, was können wir uns jetzt machen? Wir können erstmal eine Holzpicke, glaube ich. So. Okay, jetzt einmal runter. So, und das ist unser Eisen. Mann, aber wir kriegen ein Ingot davon. Wird absolut ewig dauern. Oh, stimmt. Ich habe vergessen, dass du nur einen Block abbauen kannst mit einer kompletten Holzpicke. Wirklich. Stressig. So, jetzt das nächste. Haben wir jetzt ernsthaft einen kompletten Baum abgebaut für zwei Steine? Das schaffen wir niemals im Leben. Gibt es irgendwie Dungeons oder so, wo man das herbekommen kann? Ich glaube, ich würde eher traveln gehen. Das dauert mir echt zu lange. Ich mache mir jetzt noch eine Steinpicke. Dann würde ich, glaube ich, eher traveln gehen, anstatt mir das hier alles zu geben. Warte, ich hier. Ja, jetzt muss ich einen Baum suchen. Da oben ist noch einer. Dann hole ich mir den Baum einmal. Dann hole ich mir. Warte, was ist das da? Okay, neues Erz. Können wir aber eh nicht abbauen, weil wir nicht mal eine Picke haben. Okay, dann holen wir uns einmal hier diesen Baum. Und den unteren Block können wir auch nicht abbauen, by the way. Also an alle, die es jetzt letzte Folge nicht mitbekommen haben, den kann man nicht abbauen. Das geht halt wirklich halt einfach nicht. Okay, so. Gib mir mal den Baum hier. Zack. Und zurück. So. Und die Saplings kann man auch mitnehmen. Die kann man nämlich schön verbrennen. Weil ein Eisen-Nugget zu verbrennen drei Bäume kostet. Ist auch schon wieder nervig. Wir brauchen noch Kohle, glaube ich. Kann man Kohle wenigstens abbauen oder finden? Zack, dann einmal eine Picke. Zack, und das dritte Holz, Steinstückchen. Dauert auch ewig, ne? Okay, wow. Zack, 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 zack. Dann eine Steinpicke. Ja, okay, krass. Wir haben jetzt eine Steinpicke. Wow. Zubi. So, das können wir jetzt auch verbrennen. Ich guck mal kurz hier unten, ob es da noch Eisen gibt. Okay, dann nehmen wir jetzt noch hier ein bisschen Eisen mit. Ich würde sagen, wir nehmen direkt hier alles an Eisen. Und ich glaube, ich würde zwei Steine noch mitnehmen, damit wir direkt uns eine neue Steinpicke machen können. Ich glaube, das wäre am schlausten. Doch, weil so kriegen wir es aber nicht so krass nervig hin. Dann können wir uns eine neue Steinpicke machen und wir kriegen zwei Eisen. Also, das ist dann nicht so nervig. Okay, also, es ist extrem nervig, aber es ist besser als nichts. Zack, rein da. Okay, so. Dort können wir uns craften. Olive Sapling. Okay, Oliven. Oh, wir haben Essen, nevermind. Aber wir haben gerade keinen Hunger, also. Das ist schon mal gut. Oh, ich brauche. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay, das geht nicht runter mit dem Verbrannten. Also das bleibt so. Oak Sapling. Was kann ich noch reintun? Kebab. Ah, oh, ich habe hier noch Essen. Kebab, geil. Okay. So, dann mache ich mir jetzt eine neue Steinpicke. Zack, zack, zack. So, alright. Und so, Warpage haben wir auch. Wir haben zwei Warpbooks.
Oder können wir uns daraus hier. Da, okay, Cardboard. Warte, ich guck das mal an. Cardboard-Box. Zack. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ah, jetzt hier. Fragil. Kann ich das irgendwie. Hä? Guten Tag, Fremder. Händler. Hä? Oh, lol, hi. Hey. Ja, ich glaube, ich kapiere die jetzt. Ich glaube, die musst du so machen, da hast du diesen Dirtblock da drin. Na, alles gut? Händler? Bist du ein Händler? Ich weiß, dumme Frage, aber ich frage einfach mal. Vielleicht, weiß ich nicht. Und jetzt ist hier ein Dirtblock. Ah, ich verstehe. Ja, ich bin ein Händler. Okay, nice. Was machst du hier? Okay, was mache ich hier? Ist, glaube ich, die bessere Frage, weil ich hier, glaube ich, der Neue bin. Oh, wir haben ein neues Iron Nugget. Wir brauchen 9 Stück für. Ja, wir brauchen 9 Stück für. Für ein Ingot. Oh, wir können es aber schnell ein Bucket machen. Ich bin auf der Suche nach Käufern. Ich bin nicht reich, aber ich kann gerne was kaufen. Warte, kann ich diesen Ofen mitnehmen? Ah ja. Dann kann ich den hier mitnehmen. Wieder platzieren. Dann haben wir hier einen Ofen. Das können wir doch mit einer Chest transportieren. Dann haben wir so eine Chest zum Mitnehmen. Das ist cool. Was bietest du an? Ich habe viel zur Auswahl. Das klingt doch gut. Was bietest du so an? Erzähl mal. Ja, was können wir. Okay, den Laser-Core, den würde ich behalten. Der ist mir doch ein bisschen zu wichtig. Ich kann schon ein Bett craften, warte mal. Vielleicht will der ein Bett haben. Weil Holz. Ah, wir gucken erst mal. Größtenteils Werkzeuge. Ui. Warte, ich hab grad echt nicht viel zum Bezahlen. Soll ich ihm einfach so eine Cardboard-Box geben und da sagen, ja, da ist was Krasses drin? Nein, aber wir können ihn nicht scammen. Oh Gott. Oh Gott. Ah, da ist ein Gegner. Da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Warte mal. Ich habe kein Schwert. Oh, Erdenschwert, sehr gut. Ah, schieß mich doch nicht ab, chill doch. Ich hab nichts getan. Oh. Aber der Händler macht's. Jetzt sind sie sogar zwei. Was ist das laut? Danke. weiter zum Geschäft. Geschäft. Nee, warte. Also Werkzeuge verkauft er. Wir könnten eine Eisenpicke. Oh Gott. Au. Schnell weg. Junge, wie schnell ist der? Und warum höre ich ganz alte Steve-Sounds? Junge, wie schnell ist der? Oh, das war knapp. Ah, okay, der Händler macht's. Junge. Oh Gott. Der hat aber auch echt viele Leben. Aua. Oh, ich hab vergessen, dass meine Picke wenig Durability hat. Och, wir sind lost. Okay, egal. Danke. Also, habe ich geschrieben, wir können eine Eisenpicke. Genau, warte. Also, wir können eine Eisenpicke gebrauchen. So. Hast du sowas? Okay, mal schnell wieder was essen. Ja! Das klingt doch schon mal perfekt. Was brauchst du? Oder was willst du? Ich kann ihm. Ah, was kann ich ihm denn geben? Wie wär's mit, ich kann dir. Oh Gott! Ich kann dir eine Warp-Page anbieten. Mann, wie stark sind die denn? Und wie sehr nerven die bitte? Kann ich mir endlich ein Schwert machen? Bitte. Bitte, ich kann mir ein Schwert machen. Ich kann mir kein Schwert machen. Kann ich mir ein Dirt-Schwert machen? Nee, gar nichts. Ein Sawdust-Schwert? Nee. Eine Warp-Page. Ich will. Eigentlich will ich die nicht weggeben, aber ich muss die an sich weggeben. Weil. Das dauert mir zu lange mit dem Eisen. Oh oh. Oh 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 oh.
Weg mit dir. Weg mit dir. Ich kann nur mit der Handguard critten. Das ist doch ein Witz. Okay, der Typ hat scheinbar auch schon Steintools und Eisentools. Oh, Essen und eine. Oh, eine Chestplate. Nice. Soll ich ihm die andrehen? Ich glaube, die hat er tatsächlich schon selber. Was sagst du? Warp Page gegen Eisenpicke? Was kann ich ihm noch anbieten? Ich habe. Oh Gott. Also meine Rüstung. Will ich meine Rüstung ihm geben? Ich weiß nicht. Ah, Hilfe! Hallo! Also vielleicht gebe ich ihm meine Boots. Also die Chat. Okay, ich glaube die Boots sind halt schlechter, deswegen würde ich. Kann ich die eventuell geben. Oha, er cheatet! Kein Knockback! Boah, dankeschön. Au! Das ist ja schlimm hier, ey. Ah, das ist ja eine richtig komische Welt. So, also. Was sagst du? Was, ich kann in der Zeit schon mal wieder smelten. Guck mal, wie schnell das weggeht. Oh, Heavy Cloth. Oh. Okay, wahrscheinlich habe ich Obsidian Steel Ingot, oder? Kann man machen. Okay, alles klar. Dann. Ja, gebe ich mal meine Warp Page ab. Hier. Iron Pickaxe. Und wie viel Durability hat die? Warte mal. Ist das jetzt wirklich 500? Oh, endlich. Endlich habe ich ein gutes Tool. So, okay. Ich hätte noch einen kleinen Bonus für unseren Handel. Gerne. Einen kleinen Bonus? Was ist denn ein kleiner Bonus? Oh mein Gott, ein Schwert ist wichtig. Danke, danke. Und eine Goldpicke? Warum hat eine Goldpicke jetzt eigentlich mehr Durability als eine Steinpicke? Okay, ich frag nicht. Vielen Dank. Was schreibe ich gerade? Viele Danke? Vielen Dank. So. Was kann ich ihm noch geben? Okay. Was hast du für meine Hose? Oh, er spricht sogar direkt an. Du hast eine schöne Hose. Joa. Okay, die ist. Eigentlich will ich die nicht weggeben, weil das wirklich eine ziemlich wichtige ist. Komm, hier. Was gibst du mir dafür? Komm, was gibst du dafür? Ich hätte etwas sehr Gutes dafür. Ja, gerne. Okay. Das muss jetzt aber krass sein. So, was kriege ich dafür? Okay, das ist die Hose. Und? Was ist das? Hä? Ein Dirtpad? Das Ding kann ich im. Nein, warte. Hallo. Oh Gott. Was ist. Hä, ein Wolf? Warte. Ey. Wie? Nein. Digga, der hat mich gerade gescammt. Hä? Warte, ein Hund, heulender Hund. Bello? Hab ich gerade Bello. Warte. Bello? Bello! Bello! Komm her. Bello! Bello? Bello! Hast du gerade den Händler getötet? Bello? Oh Gott! Bello, hast du gerade wirklich den Händler getötet? Händler was slain bei Bello. Dankeschön. Also, der hat mich gerade echt fett gescannt. Okay, meine Hose ist sowieso weg. Also, dagegen kann ich jetzt nichts machen. Oha! Dankeschön, Bello. Was hast du da? Was hast du schon wieder für Zeug? Bello, wirklich. Also. Oh Gott. Was ist das? Bello, was machst du? Was machst du? Was benutzt. Was ist denn das für Lichtstrahlen? Will der irgendwie nicht. Nein, nicht. Lass mich in Ruhe. Bello, au. Bello, hi. Du hast die Prüfung geschafft. Och, endlich. Es hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Und du hast, wie immer, komplett komisches Zeug. Bello, kannst du. Was ist das? Oh Gott. Bello? Bello, komm mal kurz her. Wo warst du? Was hast du hier gemacht? Wie bist du an dieses Zeug gekommen und.
Nochmal danke fürs Killen von diesem Typen, weil der war echt ein bisschen, der hat mich dick gescammt. Okay, also das mit den Tools war gut, aber. Oha! Bedrock, oh, Dankeschön! Bedrock Leggings, nice! Dankeschön! Okay, dann habe ich jetzt tatsächlich auch extrem Plus gemacht. Ja, das Dirtpad, ne, ist eigentlich. Joa. Es ist okay. Es gibt irgendwie einmal im Jahr. Ah, ne, es gibt sogar eigentlich ganz gute Effekte, fällt mir gerade auf. Trotzdem, Dirtpad gegen diese Hose ist nichts. Bello! Wo warst du die ganze Zeit? Was hast du hier gemacht? Weil irgendwie sehe ich hier keine Spur von dir. Was hast du die ganze Zeit gemacht? Bello! Erzähl mir! Was ist das? Eine Warp-Page? Bound Warp-Page. Bello House. Und. Okay, jetzt bin ich. Ich habe meine Sachen da jetzt vergessen. Egal. Bello, ja, warte, was. Ist das dein Haus? Hast du wirklich. Ich habe Angst. Was ist da drin? Also. Was ist das hier? Nicht gehen. Wie man sieht, kannst du noch nicht so gutes. Noch nicht so gut sprechen. Oh, das ist cool. Oha. Das ist wirklich cool. Ist das so eine Art. Oh Gott. Ist das so eine Art. Hallo? Ist das so eine Art. Einfach Schlafplatz? Das ist cool. Oha, oha. Nicht schlecht, Bello. Was ist das? Ist einfach ein Viereck, ein hohles Viereck. Ist das so eine Art Spielzeug oder so? Oh Gott. Aua, okay. Ist das so Zielübung? Alles klar. Nicht gehen. Darf ich da rein? Oder ist hier überhaupt irgendwas? Okay, es tut mir leid. Okay, sorry. Ich sag gar nichts mehr. Es tut mir leid. Okay. Wo bin ich hier? Au, au, au. Ja, okay. Hör auf zu brennen. Oh, Dankeschön. Wirklich, also, es ist wieder typisch, ne? Du verbrennst mich, haust mich und dann kriege ich Heal Potions. Und wie lange brennt er? Okay, jetzt. So, ich glaube, ich pack das Ding mal raus, sonst waste ich das. Okay. Aber du hast hier ein schönes Örtchen, muss man sagen. Au. Was das laut? Du hast ja aber ein schönes Örtchen, das muss ich zugestehen. Kann ich hier irgendwie so ein View von oben sehen? Warte mal, ich gehe mal kurz hier auf den Berg. Ich will mal sehen, wo du dich hier eingenistet hast. So, oh Gott. Au! Benno, kannst du mich löschen irgendwie? Das geht jetzt wieder eine halbe Stunde so. Au, 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 au. Aber ich habe so coole Partikel hinter mir. Wow. Oh, danke schön. Jetzt flutest du aber. Ah, oh, okay, egal. So, das ist aber schön hier. Hier ist so eine kleine Bucht oder wie man es nennt. Da ist so eine. Oh Gott! Au. Das ist eine Höhle einfach mit Bellos Tür drin. Das ist cool. Also ohne Witz, das ist richtig schön hier. Also da muss ich ehrlich sagen, nicht schlecht, Bello. Da hast du echt einen hübschen Platz dir ausgesucht. Hättest du was dagegen? Oh. Hättest du was dagegen, wenn ich hier irgendwie mich dazu geselle? Hättest du was gegen? Ja, darf ich hier nicht hin? Warte, darf ich hier hin oder nicht? Nein. Also darf. Okay, darf ich da vorne hin? Ich brauche genau. Okay, das ist ein Ja, glaube ich. Okay. Also darf ich mich da vorne. Okay, das klingt, glaube ich, gut. Also darf ich mich hier vorne so. Ich glaube, das sieht ganz cool aus hier. Hier sieht es eigentlich. Also ich glaube, hier könnte ich gut bauen. Das sieht echt hübsch aus hier. Ja, du hättest du da was gegen? Okay, gut. Nein, Bello, nicht, kein TNT. Auch wenn mein Haus hier. Was zur. Ist das irgendwie so eine Art Tester-Bello oder so? Irgendwie, wie viel Damage du machst? Dann zeig mal, wie viel Damage du so machst. Also, das mit 4 war ja gerade schon ein bisschen schwach. Das war, Brauchst du gerade schon mein Haus für mich? Darf ich hier nicht hin? Ich sehe nicht, wie viel Damage du machst. Hä? 91 Damage. Bello. Du machst 91 Damage. Okay, ich glaube, wir können. Ich weiß nicht, was da jetzt steht. Mach nochmal. Okay, 10 oder so. Ja, das geht. Aber 91. Bello. Ich will nicht wissen, was du jetzt wieder für Zeug hast.
Okay, oh, danke schön. Oha, Lootbags. Warte, was ist denn da drin? Oh, Brot. Efficiency 5. Danke, Bello. Was ist hier noch so drin? Oh, Leute, ich habe ja voll krasses Zeug drin. Oha. Warte mal. Dankeschön, Bello. Warte. Warte, ich mach mal kurz hier. Wie viel Armor hat das hier? Ich glaube nicht viel. Das hier hat 8, das hier hat 6. Okay. Bello, was los? Ja, was los? Warte. Ja, ich komm her. Was willst du mir zeigen? Ja? Ja, wohin führst du mich jetzt? Bello? Ich glaube, der zeigt jetzt wieder... Ich glaube, Bello geht jetzt wieder farmen. Ja, darf ich nicht gucken, oder was? Oder was hast du jetzt gefunden oder gefarmt? Oh, sorry, tut mir leid, ja. Bello? Ich hab's jetzt nicht. Bello? Weißt du was? Du bist der beste Hund, den ich jemals gesehen habe. Dankeschön. Du hast mir gerade wirklich so viele Folgen an Arbeit erspart. Vielen Dank. Oh, Lootbag. Emeraldic. Ja, warte. Hier ist ein Emeraldic Crystal. Oha! Das ist richtig krass. Das ist eine richtig krasse Pick. Okay, perfekt. Soll ich das mitnehmen? Okay, gut, dann bewahre ich das mal auf. Oh, sorry, ich hab's aus Versehen gedroppt. So. Ja, tut mir leid. Ja, sorry. Okay, Bello. So, aber dann würde ich sagen, was ist denn für die heutige Folge? Ich glaube, nächste Folge würde ich dann anfangen, so ein kleines Häuschen zu bauen, so eine kleine Hütte. Oder erstmal zu zeigen, wo ich halt wohne. Ja, und dann würde ich noch ein bisschen mehr... Stuff erfahren. Und vor allem diese Picke mir machen, genau. Und vor allem erstmal Holz holen. Und würde ich sagen, war das für die Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne auch ein Abo da und aktiviert gerne auch die Glocke. Dankeschön, um ganz sicher nichts zu verpassen. Also habt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.